Der Blick aus dem Himmel. Faszinierend und überraschend. Hessen von oben, entlang seiner Flüsse. Ungewöhnlich und atemberaubend schön. Fliegen Sie mit und lernen Sie das Land, in dem wir leben, neu kennen. Aus der Vogelperspektive. Land der offenen Ferne nennt man die Rhön. Stimmt auch wirklich. Wo kann man schon so weit schauen? Auf der Wasserkuppe hält man vor Staunen fast die Luft an. Hier, auf Hessens höchstem Berg, entspringt auch die Fulda und macht sich auf den Weg nach Norden zum Rendezvous mit der Werra. Zwei, die es zueinander zieht. Fulda und Werra. Hier in Hanmünden werden sie zur Weser. Die Fulda. Kaum ein Fluss ist hessischer. Von der Wasserkuppe bis fast zum Zusammenfluss bleibt sie im Land, dreht Schleife um Schleife, prägt auf ihrem Weg Landschaften und Städte. Die Werra. Grenzgängerin über Jahrzehnte zwischen Ost und West. Sie ist es auch, die die Salzlast tragen muss aus dem Land der weißen Berge. Aber sie ist auch die romantische, an deren Ufer sich ausruhen lässt, mit atemberaubendem Flusstal. Wir folgen zunächst der Fulda. Aus der Hohen Rhön fließt sie schnell ins Tal an den Städten Fulda und Bad Hersfeld vorbei. Wenn sie schließlich mitten durch die Großstadt Kassel bis nach Hanmünden gelangt ist, hat sie über 220 Kilometer zurückgelegt. Damit ist sie kürzer als die Werra. Die treffen wir, wenn sie bei Philippsthal aus Thüringen nach Hessen kommt. Vorbei geht's an den Kalibergen bei Heringen und schon ist sie auch wieder rübergemacht. Bei Heldra hat sie sich dann ganz für Hessen entschieden. An Wahnfried und Eschwege vorbei geht's durchs Werratal mit seinen vielen Burgen, bis sie sich bei Hanmünden mit der Fulda zur Weser vereint. Über 900 Meter sind wir hier hoch auf der Wasserkuppe. Ein super Platz, um die Russen abzuhören, fanden erst die Amis und später die deutsche Luftwaffe. Das Radom war eine Radarkuppel. Geschichte, seit der Kalte Krieg zu Ende ist. Heute darf jeder Zivilist rein. Segelflieger, kleine und große, trifft man hier das ganze Jahr. Der Berg der Flieger wird die Wasserkuppe auch genannt. Hier ist die Wiege des Segelflugsports. Und hier stehen sie Schlange, um abzuheben. Ulrich Stengele vom Oldtimer Segelflugclub wird gleich im Habicht hochgezogen. Den haben sie selbst nachgebaut nach alten Plänen aus den 30er Jahren. Ein paar Jahre stand er im Museum, doch jetzt fliegt er wieder. Auch wenn der Start immer wieder kitzlig ist. Thank you.
erstmal. In der Thermik ist der Habicht sogar kunstflugtauglich. Geht aber auch ganz beschaulich, sagt Ulrich Stengele. Einfach nur für den Spaß. Nur ein paar Meter weiter kommt die Fulda ans Licht. Man muss sie schon richtig suchen, so klein ist sie hier noch. Und kaum ist sie aufgetaucht, ist sie auch schon wieder weg. Irgendwo zwischen den Bäumen da unten. Ein Bächlein allenfalls hier oben auf dem Berg. Nach Süden wendet sie sich nun erstmal Richtung Gersfeld und kommt vorbei am Roten Moor. Ist ja nicht zu übersehen, da hat der Mensch mitgemischt. 175 Jahre wurde hier Torf abgebaut, ohne viel Rücksicht. Heute wird die Natur streng gehütet. In den Birkenwäldern da unten verbergen sich nämlich die letzten hessischen Birkhühner. Wenn die Hochzeit machen, ist das, naja, nicht gerade leise. Gersfeld mit seinem Barockschloss und Park ist die erste Stadt, die von der kleinen Fulda erreicht wird. Ein Zwiebelturm auf der Kirche sieht fast süddeutsch aus. Rundrum ist man katholisch. Gersfeld blieb weitgehend protestantisch. Die Rhönbahn. Sie begleitet den Fluss hier ein bisschen. Wäre fast mal eingestellt worden, doch sie fährt noch. Immer hin und her zwischen Gersfeld und Fulda. Dann kommt auch schon Fulda in Sicht. Die Stadt mit den drei großen B. Barock, Bischof, Bahn. Schon vor den Toren in Eichenzell Schloss Fasanerie. Schönstes Barockschloss Hessens, sagt die Hessische Hausstiftung, der es gehört. Nachfahren der hessischen Landgrafen. Ist ja auch wirklich imposant und für Besucher geöffnet. Die Bahn. Fast wäre der ICE ja um Fulda rumgefahren. Die ersten Planungen waren so. Jetzt laufen die Hauptlinien aber doch mitten durch. Berlin, München oder Hamburg-Basel, wer die Strecken fährt, kennt Fulda. Die meisten Züge halten hier nämlich sogar. Bliebe noch das dritte B, der Bischofssitz. Gegenüber vom barocken Stadtschloss, das auch nicht gerade klein ist, ist der Dom doch das dominierende Gebäude. Jedes Jahr treffen sich hier die katholischen Bischöfe zur Konferenz. Thank you.
Wir fliegen von Fulda weiter flussabwärts nach Norden. Schlitz liegt am Weg mit seinen 5 Burgen. Bei Niederaula kreuzt die Fulda die Nord-Süd-Autobahn. Hier wendet sie sich nordostwärts Richtung Bad Hersfeld. Über Rothenburg und Melsungen erreicht sie schließlich die Großstadt Kassel. Mal bloß nichts überstürzen. 600 Höhenmeter hat der kleine Fluss allein schon bis Fulda zurückgelegt. Eine echte Abwärtstour. Jetzt geht's gemächlicher. Eine Kurve und noch eine und noch eine. So geht das weiter. Eigentlich schimmert die Fulda ja grünlich. Starker Regen aber hat sie getrübt und gefärbt. Am Wehr in Breitecke hängt noch das Treibholz vom Hochwasser. Sommerfeeling am Mittellauf der Fulda. Wir haben Schlitz erreicht. Ein wenig abseits der Fulda gelegen. 5 Burgen hat die alte Stadt. Einen richtigen Burgenring. Hessisches Rothenburg hat man sie genannt, wegen der schön sanierten Fachwerkhäuser. Schlitz ist die drittgrößte Stadt Hessens. Flächenmäßig. Nach Frankfurt und Wiesbaden. 180 Leinenweber lebten hier mal. Von der Tradition ist nichts mehr geblieben. Dafür von einer anderen. Schnapsbrennen. Seit 1585 schon. Die Schlitzer Brennerei ist wohl sogar die älteste Deutschlands. Gehört heute der Stadt und brennt jetzt sogar Whisky. Die Schlitz bringt jetzt auch weiteres Wasser. Da wird die kleine Fulda, die durch die Wiese geschlängelt kommt, gleich ein bisschen fülliger. Und kann sich im Tal bei Niederaula neben Autobahn- und ICE-Trasse auch besser behaupten. Der ICE folgt zwischen Fulda und Kassel ja dem Flusslauf. Im Prinzip, nur eben viel gerader und deshalb über 18 Brücken und durch 25 Tunnel. War da was? Ganz haben sie die Fulda doch nicht gewähren lassen mit ihrer Kurverei.
Bei Asbach ist mal ein Stück abgeschnitten worden. So ein Altarm gilt heute als ein wertvoller Lebensraum. Und ein Storchenpaar hat ihn sich auch prompt ausgesucht. Nicht weit davon machen die Naturschützer ganze Sache. Sie haben für die nassen Bruchwiesen eine Herde Heckrinder gekauft. Die halten jetzt die Wiese kurz. Seltene Vögel siedeln sich wieder an. Die robusten Rinder sollen den im 17. Jahrhundert ausgestorbenen Auerochsen ähnlich sehen. Von dem stammen die heutigen Rinderrassen ab. Ein guter Rat: Auf dieser Wiese geht man besser nicht spazieren. Einer für alle und alle für ein. Tja, die drei Musketiere waren zwar nie in Bad Hersfeld, sind hier in der fast 1000 Jahre alten Stiftsruine aber aufgeführt worden. Kultur am Fluss. Jedes Jahr ist das bei den Bad Hersfelder Festspielen ein großes Sommervergnügen. Wenn Bürgermeister und Intendant nicht gerade öffentlich streiten. Immer im Juni geht's los, dann ist große Premiere. Und bloß keine Angst vor Regen. In der Stiftsruine sitzt man unterm modernen Dach. Es zieht sie weiter, die Fulda, aber immer noch ganz gemächlich. Hinterm Berg wartet noch eine alte Tradition. Bebra, das ist Eisenbahngeschichte. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts schon fahren hier Züge. Seit die Friedrich-Wilhelm-Nordbahn an den Start ging. Bis zu 5000 Menschen hatten an diesem Knotenpunkt mal einen Job. Heute ist Bebra immer noch eine Eisenbahnstadt. Vor allem für Güterzüge. Aber es wird weniger. Hier wird ein Schatz gehoben in der Fuldaaue. Sand und Kies. Rütteln, waschen, sortieren, verkaufen. Auf dem Bau brauchen sie sowas immer. Und zurück bleiben Wasserlöcher. Biotope werden das mal. Oder Badeseen.
Rothenburg an der Fulda führt den Fluss sogar im Namen. Ihre Hochwasser haben der Stadt schon übel mitgespielt. Mehr Auen und weniger Dämme, heißt jetzt die Losung. Der Fluss soll sich ausbreiten dürfen. Wer bei Beisefördt über die Fulda will, muss sich schon selbst rüberkurbeln. Für eine Brücke gab's kein Geld. Jetzt verbindet die Radseilfähre beide Ufer. Ist natürlich auch ein Gag für die Touristen. Und beim Warten kommt man ins Gespräch. Die Fulda ist hier schon ein richtiger Fluss geworden. Vor Melsungen kommt sie an den Pfiefewiesen vorbei. Für sein neues Werk hatte der Medizintechnikkonzern B. Braun einen Architektur-Weltstar bemüht. Sir James Stirling hat dabei ein Freundschaftsverhältnis mit der umgebenden Umwelt geschlossen. Kann sich bis heute sehen lassen. Infusionslösungen und Bestecke vor allem werden hier an der Fulda produziert und in alle Welt verkauft. ...5000 Jobs bietet der Konzern an seinem Stammsitz Melsungen. Und eine Architektur, die bleibt. Über 1000 Jahre ist Melsungen schon alt und war früher offenbar schon eine reiche Stadt, wenn man das Rathaus so anschaut. Die vielen Fachwerkhäuser sind allerdings erst nach einem Großbrand im 16. Jahrhundert wieder aufgebaut worden. In ihren Erhalt ist bis heute sicher noch mal viel Geld geflossen. Bei Büchenwerra legt die Fulda jetzt noch mal eine tolle Kurve hin. Und dann ist sie auch bald schon in Kassel. Kassels heimliches Wahrzeichen, der Mann, der in den Himmel läuft. Moderne Kunst. Die Documenta gehört zu Kassel wie die Fulda. So ein Fluss prägt einfach das Leben einer Stadt. Sogar ein ganz neues Wohnquartier ist direkt an der Fulda entstanden. Wie Perlen einer Kette reihen sich am Ufer die Bootshäuser der Ruderclubs. Sogar ein Frauenruderverein hat schon 100-Jähriges gefeiert. Rudern als Schulsport, das hat hier schon Kaiser Wilhelm gefördert, der in Kassel aufs Gymnasium ging. An diesem Nachmittag treffen wir den Vierer mit Steuerfrau vom Friedrichsgymnasium beim Training. Mhm.
Mit Wasser haben aber schon die landgräflichen Baumeister Kassel gestaltet. Der Park in der Fuldaaue. Und zu einem Weltereignis sind die Wasserspiele geworden. Oben auf der Höhe von Kassels wirklichem Wahrzeichen. Tausende Besucher begeistern sie jedes Mal. Keine einzige Pumpe ist hier im Wasserspiel. Nur die Schwerkraft speist die Bilder aus Speicherteichen. Für jedes einzelne Bild müssen die Wassermeister neu aufdrehen. Da sind sie gerade am Steinhöfer Wasserfall zugange. Eins nach dem anderen von oben nach unten. Was Landgraf Karl und seine Nachkommen hier ab dem 18. Jahrhundert bauen ließen, ist zusammen mit dem Bergpark ein Erbe der Weltkultur. Hat die UNESCO 2013 entschieden. Seither strömen die Besucher nur so. Zweimal wöchentlich werden hier die Schleusen geöffnet. Nach gut einer Stunde ist alles Wasser unten und die meisten Besucher auch, um den Schlusspunkt nicht zu verpassen. Eine 50 Meter hohe Fontäne hinterm Wilhelmshöher Schloss. Hier fließt das Wasser durch Kanäle und kleine Bäche, natürlich in die Fulda. Die hat es von Kassel aus nicht mehr weit bis zum Zusammenfluss mit der Werra in Hanmünden. Deshalb schauen wir jetzt erstmal, wo die bleibt. Wir treffen die Werra bei Philippsthal, wo sie von Thüringen nach Hessen kommt. Gleich hinter Heringen ist sie aber schon wieder über die Grenze. Bei Herleshausen kommt sie erneut nach Hessen, um bald darauf vor dem Werra-Durchbruch bei Kreuzburg wieder im Thüringischen weiterzufließen. Werra kurz vor dem thüringischen Facha. Nur wenige Kilometer sind es bis zum hessischen Philippsthal. Abraum aus den Kaligruben türmt sich dort zu weißen Bergen auf. 40 Jahre war die Werra hier die Grenzgängerin zwischen Thüringen und Hessen, dem freien Westen und dem Ostblock. Hier bei Facha verlief die Grenze zur DDR direkt an ihrem Ostufer, gleich unterhalb der Brücke. 40 Jahre durfte die niemand nutzen. Ein Wachturm und ein Stück Mauerrest. Mehr erinnert heute nicht mehr daran.
Werra-Insel bei Heimbolzhausen. Hier ist jetzt schon Hessen. Ringsrum Wasser, mittendrauf ein Sportplatz. Die Kicker vom VfL haben einen hohen Ballverbrauch, berichtet der Pressewart. Am Wehr auf dem Ostufer immerhin können sie ein paar Bälle wieder rausfischen. Auch das ist das Werratal, Industriestandort. K plus S produziert hier Dünger und Salze. Ein DAX-Konzern aus der Kaliindustrie. Hunderte Kilometer Stollen liegen hier drunter. In den Werken und unter Tage finden 3000 Menschen Arbeit. Weißen Berge mit Abraum aus der Salzproduktion sind die Wahrzeichen der Region. Monte Cali nennen sie den hier bei Heringen. Seit fast 40 Jahren schon wird er aufgeschüttet. 190 Millionen Tonnen Salzabfall. Und fast 1000 Tonnen kommen stündlich dazu. Giuseppe Muravia ist jetzt schon 30 Jahre bei K plus S. Mit seiner Raupe verteilt er, was die Bänder auf den Berg spucken. Rund um die Uhr machen sie das hier, 365 Tage im Jahr. Damit der Regen nicht unkontrolliert Salzwasser abträgt, wird es in Becken aufgefangen. Schutz für die Werra. Doch sie muss auch so viel Salzlauge aus der Produktion aufnehmen. Der Konzern hat Genehmigungen. Wohin auch sonst damit? Derzeit wird um eine Pipeline zur Nordsee gestritten. Dann könnte aus der salzigen Werra wieder ein natürlicher Fluss werden. Kostet aber viele hundert Millionen. Unterhalb von Widdershäuser Wehr verlässt die Werra Hessen auch schon wieder. Für ein paar Kilometer fließt sie nun in Thüringen weiter. Und wir hoffen mal, dass es Wasser ist, was die da spritzen. Ist die Werra sogar so richtig der Grenzfluss gewesen. Die Staatsgrenze zur DDR verlief über weite Strecken mitten im Fluss. Die Brandenburg bei Lauchröden war noch Ost, der alte Grenzübergang Herleshausen hinten vor dem Berg schon West. Geformt wie ein Klodeckel ragte hier ein Stück Hessen in die DDR hinein, umschlossen von der Werra. Ganz kurz hat sie bei Herleshausen jetzt mal wieder Hessen beehrt. Doch noch hält es sie nicht hier. Nicht weit von der großen Autobahnbrücke bei Hörschel ist sie schon wieder weg. Auf dem Weg zum Kreuzburger Werra-Durchbruch.
Heute lässt es sich hier prima paddeln. Für die Werra aber war es ein gutes Stück Arbeit. Im Laufe von Millionen Jahren musste sie sich durch den Muschelkalk fressen. Doch sie will ja zur Fulda. Fast wie in einem Canyon kann man sich hier fühlen. Die letzte Werra-Etappe. Bei Heldra kommt sie endgültig zurück nach Hessen. An Wahnfried und Eschwege vorbei geht's durchs Werratal mit seinen Burgen. Das Ziel ist jetzt nicht mehr weit, Hannmünden, wo sie sich endlich mit der Fulda zur Weser verbindet. Klimatisch günstig, sagen die Meteorologen, liegt das mittlere Werratal. Obst kann man hier anbauen und sogar Tabak. Bei Großburschla dagegen war es 40 Jahre ausgesprochen frostig. Das thüringische Dorf war Jahrzehnte fast komplett vom DDR-Grenzzaun umgeben. Brücke der Einheit heißt der Werra-Übergang deshalb hier seit der Wende. Seit er wieder genutzt werden darf. Lange getrennte Dörfer kamen wieder zusammen. Hier im hessischen Altenburschla hatten viele Verwandtschaft auf der anderen Flussseite. Doch man durfte nicht rüber. An wenigen Orten spürt man so deutlich wie hier die deutsch-deutsche Bedeutung der Werra. Die Werra hat sich nun zum richtigen Fluss gemacht. Das große Wehr von Wahnfried. Bis hierher kamen die Schiffe früher Werra aufwärts. Über Soden-Allendorf und Eschwege. Wahnfried wurde eine wichtige Handelsstadt. Waren wurden angelandet und auf dem Landweg weitertransportiert oder flussab verschifft. Alles längst Geschichte. Aber man erinnert noch daran. Am alten Werrahafen, der Schlagt von Wahnfried, dümpelt eine Bark und nimmt einen mit in die vergangene Zeit. Prima Ort zum Abhängen übrigens. Heute handeln sie hier mit anderer Ware. Leerstehende Fachwerkhäuser. Holländer vor allem kaufen sie als Ferienobjekte und halten sie damit instand. Kann man nichts gegen haben. Wir haben jetzt auf dem Werratalsee bei Eschwege eine ganz besondere Verabredung. Na, das ist mal eine Werbeidee. Der Captain spielt selbst. Ein Schiff wird kommen. Stimmt, es gibt auch nur eins hier. Fleischermeister Reinhold Brettschneider hat die elektrisch betriebene Werra-Nixe angeschafft. Für Rundfahrten auf Eschweges Haussee. Der ehemalige Baggersee lockt Feriengäste und ist sogar groß genug für die deutschen Rudermeisterschaften. See und Fluss prägen Eschwege, die Kreisstadt des Werra-Meißner-Kreises. Hier teilt sich die Werra sogar und schließt einen ganzen Stadtteil ein, Brückenhausen. Einmal im Jahr bebt die Insel seit fast 30 Jahren beim Festival Open Flair. Manfred Mann und Bob Geldof waren hier. Rory Gallagher, die Leningrad Cowboys oder die Ärzte. Danach wird's dann auch wieder beschaulich. Thank you.
kommen wir zur Burgenparade. Sagenhaft, was sich ab jetzt da Werra abwärts tut. Kurz vor Bad Soden-Allendorf, Schloss Rothestein, hat sich ein Adliger im 19. Jahrhundert bauen lassen. Neogotisch, wie es halt Mode war. Heute kann man hier heiraten oder einfach nur Kaffee trinken, mit bester Aussicht. Bei Witzenhausen, die Jugendburg Ludwigstein, Stammsitz der Wandervogelbewegung seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und bis heute eine Jugendherberge. 600 Jahre alt ist das Gemäuer, ähnlich alt wie Burg Hahnstein gegenüber. Echte Burgherren allerdings sind rar geworden an der Werra. Einen aber gibt's doch noch. Sittig Graf von Berlepsch lebt auf der Familienburg. Zehn ist Baron Fabian von Berlepsch aus dem Ausland hierher zurückgekommen. Er bewirtschaftet das alte Familienschloss und hält die Berlepscher Farben an der Werra weiter hoch. Jetzt gibt's hier Mittelalterspiele, Restaurant, ein Hotel. Muss ja Geld in die Schlosskasse kommen. Man ahnt schon, allein die Heizkosten. Dann hat sie es endlich geschafft. Hannmünden ist erreicht. Von Osten kommt die Werra heran, immer näher an ihren Treffpunkt mit der Fulda. 300 Kilometer hat sie bis hierher zurückgelegt, über Thüringen und Hessen. Und hier ganz am Schluss auch noch ein klitzekleines Stückchen in Niedersachsen. Von Kassel kommt hier nun auch die Fulda geflossen. Und jetzt gibt es kein Halten mehr für die beiden. Am Weserstein steht's sogar, sie küssen sich. Und so entsteht aus diesem Kuss, heißt es weiter, deutsch bis zum Meer, der Weserfluss. Hier in Hannmünden also enden die beiden. Oder soll man sagen, beginnt etwas Neues?